im zweitägigen Alpen Road Course lernen wir im Bereich der Geländemodellierung verschiedene Importe von der Geländedaten, das Gelände anzupassen und für die Trassierung zu vorbereiten. Informationen von diesen Geländedaten herauszuholen. Im Bereich der Trassierung lernen wir eine Achse stellen, also horizontal wie auch die Vertikalgeometrie und für weitere Achsen, zum Beispiel einen Import wie LandXML oder über eine Elementverbindung. Wir stellen Regelprofil, also den Aufbau von einer Strassenschicht, den Unterbau zu definieren, Bankett und Böschungen für einen Neubau. Und dann werden wir die Regelprofile an der Achse anbinden. Querneigungen dürfen auch nicht fehlen, die werden wir dann auch an der Achse anbinden. Interessant für Sanierungsprojekte ist das Arbeiten mit den Superpositionen oder eben das Arbeiten mit den Randachsen mit Hilfe der Limits für beispielsweise eine Verkehrsberuhigung oder einen Einlenker und weiteres. Nachdem wir die Trassierung gemacht haben, werden wir das Modell geometrisch überprüfen und gemäss VSS. Pläne und Reports dürfen dann empfehlen. Wir werden Längenprofil, Squareprofil und eine Situation erstellen und im Bereich der Reports beispielsweise eine Absteckungsliste und wir lernen, wie wir weitere Reports machen. Nachdem wir alles gemacht haben, geht es eigentlich an die Möglichkeit, wie man das Trasse exportiert für Spin-to-Field. Voraussetzung ist, dass man Altplan-Grundkenntnis hat, von 2D und 3D und Zielgruppen, die Ingenieure, Zeichner, Konstrukteure wie auch Lehrlinge. Yeah.